Guten Tag. Das Thema der Vorlesung ist meine Lehre über Gott. Methode der Anwendung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK1U durch die Nutzung der entfernten Bewusstseinsbereiche. Für die Realisierung dieser Methode muss man die Zeit der Anwendung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens sofort als eine Struktur der Zeit hervorheben, welche ein Intervallsystem der Reaktion auf diese Struktur hat. Es ist so, dass bei der Wahrnehmung irgendwelchen Strukturen der Zeit durch die entfernten Bewusstseinsbereiche eine gewisse Zerstreuung gerade von einzelnen Informationselementen entsteht und deshalb ist die Hervorhebung eben eines Intervalls eine spezielle Aufgabe. Und in diesem Fall werden auch ebenso, wie Gott das zum Beispiel bei der Erschaffung der physischen Materie macht, die Grenzstrukturen hervorgehoben, welche in der aktuellen Zeit existieren und es gibt von ihnen auch Informationen in der Minusunendlichkeit und in der Plusunendlichkeit. Und es stellt sich heraus, dass mit solchen drei Punkten ein gewisses Grenzgebiet fixiert wird, weil, wenn wir zum Beispiel einen Bereich in der Plusunendlichkeit betrachten, so kann man diesen Bereich genauer identifizieren, indem man von rechts die obere Linse des Gerätes mit den Zahlen 2, 7, 8 betrachtet und sich auf die Zahl 7 als eine harmonische Phase der Steuerung konzentriert. Dabei mit einem Übergang auf die 8, auf eine unendliche Phase durch die Anordnung der Zahl 8. Und wenn man hier aufpasst, so befindet sich die Zahl 8 auf der Instrumententafel des Gerätes genau auf der horizontalen Ebene. Das heißt, sie kann in symbolischer Form gleichzeitig als die Zahl unendlich betrachtet werden. Und dann wird die rechte, sagen wir mal, Intervallgrenze nach der Zeit, wenn wir zum Beispiel 90 Minuten Zeit nehmen, hier eben in der Zahl 8 fixiert, indem der Übergang zu ihr durch die Zahl 7 verwirklicht wird. Und wenn wir die Struktur der Minusunendlichkeit betrachten, so kann man hier gegen den Uhrzeigersinn die obere zweite große Linse betrachten und man kann sich hier auf die Zahl 0 konzentrieren, indem man dabei sofort praktisch augenblicklich gedanklich durch den entfernten Bewusstseinsbereich die Zahl 0 mit der Zahl 8 verbindet. Und es wird ein Intervall erhalten, welches wir auf dem Gerät sehen. Und es hat praktisch gerade die endlichen Eigenschaften und ist in der Fläche der harten physischen Materie fixiert. Und hier kann man schon zunächst auf eine andere Linse übergehen und sich auf die Zahl 1 konzentrieren, wo man gerade einen Impuls der Steuerung, welcher sofort einen unendlichen Status hat, durch die zwei oberen Linsen aufgrund mehrmaliger gegenseitiger Strahlung innerhalb dieser Linsen eingeben muss. Und hier ist es wichtig, in der Lage zu sein, das Gerät bereits nach dem gesamten Spektrum seiner Funktionen anwenden zu können, wenn Sie gerade die Struktur der mehrmaligen gegenseitigen Strahlungen betrachten. Das heißt, man muss sich darauf konzentrieren, wie sich die Lichtimpulse, die das ewige Leben realisieren und gewährleisten, innerhalb des Gerätes und innerhalb dieser Linsen bei der gegenseitigen Wechselwirkung untereinander verteilen. Hier können Sie mit dem Bewusstsein zu der Struktur gelangen, die sich hinter dem Gerät befindet, wenn Sie zum Beispiel auf dem Bildschirm beobachten. Und dabei ist das, was sich hinter dem Bildschirm befindet, ein in das unendliche Umfeld zu steuerndes Gebiet. Das heißt, das ewige Leben wird in diesem Fall dadurch gewährleistet, dass eine beliebige flache, sagen wir mal, ähnliche Charakteristik
einen unendlichen Bereich als Folge hat. Und hier erhalten wir dann das grundlegende göttliche Prinzip der Realisierung der Realität in der Ewigkeit, dass eine beliebige endliche physikalische Größe eine unendliche nächste Natur hat. Das heißt, die Natur des Menschen befindet sich nicht nur in der aktuellen Zeit, in der vergangenen Zeit, sondern auch in der gesamten zukünftigen Zeit, was sich auch auf alle anderen Lebewesen bezieht. Daher stellt sich heraus, dass die Natur der Persönlichkeit als solche in diesem Fall mit der Anwendung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK1U als ein System betrachtet wird, welches im Grunde genommen alle Prozesse in der Welt nicht nur deshalb widerspiegelt und in sich einschließt, weil es irgendwelche Charakteristiken der aktuellen und zukünftigen Zeit hat, sondern auch deshalb, weil es eine gewisse absolute Essenz vom Standpunkt der Göttlichkeit dessen hat, was geschieht. Und hier kann man gerade, indem man das Gerät PRK1U benutzt, die Elemente der Ewigkeit betrachten, welche in irgendwelche ähnlichen Intervalle der Steuerung eingeschlossen sind. Und dann ergibt es sich bei uns, dass die Steuerung in einem beliebigen Impuls der Zeit praktisch unendlich wird. Und sie erhalten die Struktur der Steuerung, welche als eine unendliche Größe im Plan der Verwirklichung irgendeiner Impulsebene der Steuerung praktisch realisiert wird. Das heißt, es stellt sich heraus, dass sie die Steuerung sogar in dem Fall durchführen können, wenn scheinbar der primäre Impuls nun angenommen quasi durch irgendetwas blockiert ist, weil die nächste Struktur der Steuerung praktisch auch den primären Impuls charakterisiert. So können Sie eine Reihe von nützlichen Folgen aus der Steuerung erhalten. Das heißt, Sie können aus dem zukünftigen, unendlichen Gebiet auf den primären Impuls der Steuerung hinausgehen und dann verstehen, wie man jetzt handeln muss, damit der Impuls genau korrekt ist und wie man dann das Ziel der Steuerung genauer formuliert, wenn die Aufgabe sehr kompliziert ist, was bei der Gestaltung irgendwelcher komplizierter Ereignisse oder Prozesse oder zum Beispiel irgendwelcher Erzeugnisse erforderlich ist. Und danach können Sie sich hinreichend von diesem primären Impuls in die zukünftige Struktur der Zeit fortbewegen und dadurch sogar während dieser Bewegung durch die steuernde Prognose die Struktur der zukünftigen Ereignisse und sogar denjenigen Impuls verbessern, von dem aus sie den primären Punkt zu suchen und zum Beispiel zu verbessern begannen. So stellt sich heraus, dass sich eine beliebige Struktur der Welt einschließlich eines beliebigen entfernten Bewusstseinsbereiches verbessern lässt, wenn dort im Allgemeinen die Primärinformation nicht ganz korrekt und klar zum Ausdruck kommt. So kann man aufgrund dieser Handlungen die entfernten Bewusstseinsbereiche zu einer genauen Konfiguration bringen, die gerade die Wechselwirkung der aktuellen Zeit und der gesamten ewigen zukünftigen Zeit entspricht. Das heißt, Sie erhalten die Genauigkeit in der Steuerung bereits praktisch im ganzen unendlichen Umfeld. So können Sie zum Beispiel in diesen 90 Minuten der Nutzung des Gerätes, obwohl man das Intervall der Zeit auch vergrößern oder verringern kann, ein korrektes, genaues System der Steuerung in einer beliebigen Intervallgröße durchführen. Das heißt, ein lokales Ereignis genau konstruieren, die Minimierung oder Vergrößerung der Struktur der Zeit benutzen und auf solche Weise im Grunde genommen den genauen Aufbau der Ereignisse einer bestimmten Ebene durchführen, wo zum Beispiel
besondere Sorgfältigkeit und Genauigkeit erforderlich sind. Damit beende ich diese Vorlesung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen ein harmonisches, ewiges Leben. Mhm.